BlackVive S8 oder Samsung Galaxy S8 Plus, das fragen sich viele von euch. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Galaxy S8 Plus eindeutig mit 80 zu 50 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 17 Gramm leichter und 0,4 mm dünner. Das BlackVive S8 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,5 mm schmaler, 5,5 mm kürzer und 0,8% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Galaxy S8 Plus eindeutig mit 78 zu 39 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 1,9-fach höhere Pixeldichte, 4,1-fach höhere Auflösung, 8,8% größere Bildschirmgröße, besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das BlackVive S8 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: besitzt ein IPS-Panel. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy S8 Plus mit 83 zu 65 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 33% schnellerer Prozessortakt, 18 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 1200 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt Big Little Technologie, 128 GB mehr externer Speicher unterstützt und nutzt HMP. Das BlackVive S8 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 0,2 neuere Version von DirectX. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy S8 Plus eindeutig mit 74 zu 50 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, 15% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es hat einen manuellen Fokus, 0,3 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und 15% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das BlackVive S8 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 10,8% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, es hat eine Doppelobjektivkamera und eine Blitz-LED mehr. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das BlackVive S8 eindeutig mit 62 zu 37 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy S8 Plus mit 72 zu 64 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 10,1% mehr Akkuleistung und kann kabellos aufgeladen werden. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften ist das Galaxy S8 Plus mit 92 zu 71 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 3,3-fach schnellere Downloads, hat Wi-Fi 5 Verbindung, unterstützt NFC, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 3-fach schnellere Uploads, 1,1 aktuellere USB-Version, hat ein Gyroskop, unterstützt ANT+, hat eine Pulsuhr, hat einen Barometer, hat einen Iris-Scanner, kann als PC benutzt werden und hat Bluetooth aptX. Das BlackVive S8 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: unterstützt 2 SIM-Karten.
Ergebnis: Mit 78 Punkten liegt das Samsung Galaxy S8 Plus in der Gesamtwertung eindeutig vor dem BlackVive S8 mit 45 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.